Ein kleines, liebes Neckknife von der Firma Condor, und zwar das sogenannte Ötzi-Knife. Wenn du wissen willst, was dieses kleine Teil kann und warum ich es so gern habe, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rosser vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Condor-Messer. Und bevor ich jetzt zu diesem Ötzi-Messer Stellung nehme, mag ich etwas dazu sagen. Ich weiß, dass ich so meine Auseinandersetzungen, so meine Problemchen mit der Firma Condor in der Vergangenheit hatte. Da habe ich ja das eine oder andere Video dazu gemacht. Aber ich bin halt auch jemand, der nicht aufgibt. Wirklich nicht, ne? Und daher habe ich mir jetzt dieses Ötzi-Knife schon letztes Jahr, also habe jetzt schon vier Monate ganz sicher, länger, ein halbes Jahr schon im Einsatz. Und das hier hat mich doch überzeugt. Und zwar aus dem Grund, ich hack damit ja nicht herum, wie wild, sondern das ist ein richtiges Schnitzmesser, ein, wenn du magst, EDC-Messer, oder es ist das EDC-Messer der Jungsteinzeit sozusagen. Das Ganze wird geliefert in einer doch sehr schön gemachten und auch meiner Meinung nach wertigen Lederscheide. Hier unten, da ist auch genug Platz, dass das nicht gleich durchsticht, also das ist alles schön gemacht. Sitzt auch, ich meine, wenn man da jetzt lang, dann fällt das schon raus, aber es geht nicht gleich raus. Das Ganze ist dann mit einer so einer schönen Lederkordel, so, Kamera bitte scharf schalten, dankeschön, mit einer Lederkordel ausgestattet. Es ist auch so, dass du dich nicht erwürgen kannst damit. Ja, ist mir schon passiert, dass ich hängen geblieben bin und das reißt dann hier an dieser Stelle ein. Da ist so ein Knoten drinnen, der ist da so eingekinkt und alles gut, also da kann auch nichts passieren. Nun zum Messer selbst. Es ist ja ein kleiner Scheißer. Ja, wirklich sehr klein. Und passt halt gerade mal in meine Hand rein. Und es hat natürlich auch einen Nachteil, und da muss man aufpassen. Das ist, da gibt es keinen Fingerschutz, da ist kein Guard da, kein Schütz, kein Wächter. Also wenn du die deppert spielst, wie man in Österreich sagt, und da meinst, dass du so bohrst, also in ein Holz natürlich, und da abrutscht, dann Halleluja, denn das Ding ist wirklich, wirklich höllisch scharf. Ist ein Wahnsinn, ist ja wirklich ein Wahnsinn. Carbonstahl. Ich habe es jetzt gerade vor dem Tester, jetzt, den wir da jetzt machen, noch einmal angeschärft. Ich meine, das siehst du da wahrscheinlich. Ja, ich bin da nur ein paar Mal, und das ist ja auch das Schöne. Du brauchst nicht allzu viel tun. Und wenn ich es finde, da kann ich es dir auch zeigen. Ja, genau, meinen geliebten CC4 von Feldhniven. Findest natürlich auch bei mir im Shop, ganz klar. Wenn du das magst, kannst du den bei mir kaufen. Aber natürlich auch woanders, ist ganz klar. Und mit diesem CC4 gehe ich mit der Keramikscheibe ab und ziehe das hier schön hin und her, und tolle Sache. Kann ich da auf jeden Fall empfehlen, schärft meine meisten Messer so. Auf jeden Fall wird das dann Hölle scharf, aber das sehen wir dann gleich. So, also da muss man aufpassen. Es liegt aber nett in der Hand, wie ich meine. Du hast auch wirklich etwas in der Hand. Es wird hier etwas bauchiger, es ist alles recht schön gemacht. Der Klingenrücken geht zum Feuerstahl bedienen, aber gerade mal so, wenn es sein muss, es gibt da bessere. Da habe ich ja vor kurzem ein Video erst gemacht, dass es auf den Schaber ankommt. Link gebe ich da. Und schau dir das ganz einfach an. Aber sonst, ich finde, dass es hat irgendwie was. Ja? Es schaut so aus wie eine Steinklinge, ist es aber nicht. Es schaut aus wie ein Flint. Da ist das so gehämmert hier an der Stelle. Ich finde, es hat was. Mir gefällt es ganz einfach. Und man kann auch schön damit arbeiten. Für meine Hand passt das. Es ist sicher kein Fulltang. Also wenn du jetzt glaubst, dass du damit die Eiche spaltest, dann glaube ich, dass das ein bisschen nicht so gut funktionieren wird. Sicher ein Erl, der da ein Stück reingeht. Dann hier diese, ich weiß nicht, was es ist. Ist es Messing, ist es Kupfer? Ich habe keine Ahnung. Es hat sich bis jetzt aber noch nicht ernsthaft verfärbt. Und das hält das Ding zusammen. Und ja, jetzt wollen wir mal was schnitzen. Ja, also klar. Also es gibt natürlich Messer, die noch schärfer sind. Also zum Beispiel, für mich ist ja das Mora Gunsball eines der schärfsten Outdoor-Schnitz-Multitools, das es überhaupt gibt. Und das Gunsball geht da jetzt noch einmal besser und schärfer. Aber es ist halt anders. Das ist auch ein bisschen so eine Gefühlssache. Aber auch hier, wenn ich jetzt mit dem Powercut arbeite, da ist alles schön, das ist alles im Lot, das funktioniert sehr gut. Und der Powercut lässt sich mit dem Messer meiner Meinung nach wirklich sehr schön machen. Du hast das hier in der Faust, es kann auch nichts passieren, weil du spielst dich ein bisschen und kannst dir richtig schön schnitzen. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das ist Eschenholz hier übrigens, ja, also nicht irgendwie so ein barzwaches Weidenholz, wo ich sage, wow, das geht so durch wie Butter bei der Weide, sondern das macht auch schon ein bisschen was, das so ein Eschenholz. Ich meine, wenn ich das Thema
Bäume und Kräuter und Pflanzen als Nahrung und Medizin interessiert und du ohnehin einmal sagst, ich möchte ein bisschen mehr wissen, dann kann ich dir meine Jahresausbildung hier unten, Kräutermentor oder Baummentor, empfehlen. Da kannst du ein ganzes Jahr lang jede Woche von mir eine Lektion bekommen zum Thema Pflanzen, zum Thema Nahrung aus Pflanzen und natürlich auch, wie du sie erkennen kannst und Heilwirkungen. Aber natürlich, ich muss immer ein bisschen eine billige Eigenwerbung machen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. So, also während ich da so herum Werbung mache, siehst du, also da lässt sich wirklich schön damit schnitzen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und ja, ich meine, klar, du kannst damit nicht hacken, das ist kein Spaltinstrument, aber zum Schnitzen und für so Kleinigkeiten, wirklich gut gemacht. Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Messer? Ein liebes, nettes Messer, wenn dir der Stil gefällt, wenn du ein Neckknife gern hast, wenn du vielleicht so ein bisschen auf den Ötzi-Style stehst, wenn es dich anspricht. Es lohnt sich, es lohnt sich. Es ist auch wirklich nicht nur schön, sondern auch wirklich praktisch und brauchbar. Ja, ein Survival-Messer. Ja, das beste Survival-Messer ist das, was du dabei hast. Ja, das ist besser als nichts. Aber natürlich, wenn ich in der Natur überleben müsste, langfristig, weißt du, so auf Bear Grylls-mäßig, würde ich mir wahrscheinlich was Größeres mitnehmen oder ein Großes und das hier so irgendwie. Aber das soll es dazu gewesen sein. Das Produkt sowie auch den CC4 findest du unten bei mir im Shop. Wenn du magst, kannst du ihn gerne bei mir käuflich erwerben oder kauf ihn dir woanders. Das ist auch überhaupt kein Thema, wie du magst. Ein Abo, ja. Ja, hier die Glocke drücken, wenn du immer wieder neue Reviews haben willst, nicht vergessen. Ein paar andere Videos zum Anschauen, schreib mir unten einen Kommentar, das wäre cool. Dein Reini Rossmann, bis bald, ciao.